So, willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Heute zeige ich euch nochmal ein anderes Team. Das ist bei mir nicht ganz perfekt, weil eigentlich wäre Kid Buu gegen Janemba zu ersetzen, aber auch Kid Buu hat seine Vorteile. Zum einen der Paralyse-Effekt, außerdem gibt er nochmal zusätzlichen Fernangriff. Wir schauen uns gerade mal die Details hier an. Nail lassen wir außen vor, der ist nur zum Buffen. Er könnte bei mir noch besser sein, wenn er Rang 6 ist, aber leider habe ich ihn nicht Rang 6. So, Fat Buu braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Gibt halt doppelt Verteidigung und ist der beste Tank zurzeit im Spiel. Ich habe ihn nur auf Zenkai 1. Seine Ausrüstung ist etwas divers. Die erste gibt ein bisschen Schlagangriff drauf, Ki-Regeneration und Spezialangriff. Die zweite, das können wir mal weglassen, weil Cell nicht immer dabei ist, gibt halt Lebensenergie und Schlagverteidigung, sehr wichtig bei ihm. Und die letzte gibt Basis Schlagangriff, Fernangriff und nochmal Schlagverteidigung drauf, was im derzeitigen Meta immer wichtiger ist. So, dann habe ich hier Cell. Auch da lässt sich drüber streiten, nimmt man Piccolo oder Cell. Cell gibt halt Schlagangriff. Schlagangriff ist im Moment wichtig. Wobei eigentlich, wenn man auf Fernangriff jetzt ausrüstet, die wenigsten sind auf Fernangriff vorbereitet. Wäre vielleicht auch nicht so dumm. Leider habe ich den Piccolo nur auf Rang 2. Damit ist Cell halt deutlich besser. Auch hier gehört normalerweise eine andere Ausrüstung hin, aber da sie hier doppelt Verteidigung gibt und nochmal fetten Schlagangriff drauf, habe ich sie einfach mal drin gelassen. Auch die hier ist leider nicht perfekt. Ich glaube, die kann bis zu 12,5 auf Spezialangriff gehen. Habe ich leider nicht besser hingekriegt. Genauso wie die hier. Die gibt nochmal Schlagverteidigung und weil halt auch öfters mal auf Fernangriff das Ganze ausgerichtet ist, hier nochmal ein bisschen Fernangriff für Cell. C21, der beste Angreifer hier drin, kriegt die erwachte Ausrüstung für weibliche Kämpfer. Basis Fern- und Schlagangriff drauf. Doppelt Verteidigung Buff. Hier nochmal Fernverteidigung, Spezialangriffsschaden, aber auch nochmal Fett Schlagangriff. Und hier nochmal Doppeltverteidigung plus Schlagangriff. Auch hier ist der letzte Punkt bei mir nicht optimal geworden. Ich glaube, der geht bis 7 oder 8 oder so. Bei Kid Buu ist auch die Ausrüstung mehr auf Schlagangriff orientiert und ein bisschen auf Spezialangriff. Ja. Und dann haben wir noch Baby. Seine ist halt komplett auf Verteidigung ausgerichtet. Und halt ein bisschen divers Fernangriff. Hier gibt es nochmal Schlagangriff und Fernangriff drauf. Die vom Super Saiyan 4 gibt es, glaube ich, noch in der besseren Variante. Ich bin mir nicht sicher, ob das war, dass man bei Schlagangriffstyp nur Fernangriff drauf kriegt. Wenn das. Können wir mal eben gucken. Moment. So. Ja, okay. Sonst wäre es natürlich optimaler gewesen, wenn Schlagangriffstyp dabei ist, nochmal 10 Schlagangriff drauf. Aber okay, dann ist das so die optimale Variante. Wobei, habe ich vielleicht noch was Besseres, was ich dem dafür geben kann? Nicht wirklich, so wie es aussieht. Nope. Ne, Doppelverteidigung habe ich sonst nichts, was in die Richtung geht, leider. Ich könnte den höchstens nochmal halt fett mehr Verteidigung geben, aber. Oder wenn dann die hier, weil die gibt ja wenigstens Schlagverteidigung drauf, aber. Ich glaube, ich lasse es erstmal so. Tja, was soll ich weiter sagen? Weiter geht's mit PvP. Ich würde noch mal ein bisschen nachjustieren, aber scheint optimal zu sein. Lineage of Evil mit Saiyajin hört es jetzt hier sehr schwer. Mit dem Team könnte ich es allerdings schaffen. So, es könnte sein. Hier wird sich aber auch noch mal die Reihenfolge verändern, die er mitnimmt, weil hier der stärkste Kämpfer anders ist. Aber ich würde trotzdem sagen, dass er den 100% Freezer auf jeden Fall mitnimmt und ich glaube auch, dass er den Cooler mitnimmt. Also machen wir es mal so. Ja, Nimmer hat halt noch den Vorteil, dass man 35% Ki-Gehalt kriegt. Das wäre natürlich in dem Fall sehr gut. Ich hoffe ja mal, dass der alte lila Janemba einen Zenkai Awakening kriegt. Das wäre nämlich sehr interessant, weil dann könnte man den Nail rausnehmen, den Janemba rein. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob der Blast-Angriff und Blast-Verteidigung gegeben hat oder doppelt Verteidigung, aber dann würde C21 nochmal krass gebufft werden. Das wäre eigentlich ganz cool.
Ich bin irgendwie gerade verwundert, dass ich heute mal überhaupt kein Rauschen hier habe. Sonst habe ich immer so ein nerviges Verstärkungsrauschen hier drin von dem Klinkenkabel, was ich hier dran habe, aber das scheint jetzt irgendwie so gar nicht zu sein. Schaffe ich noch einmal? Jetzt wird er bestimmt wechseln. Ich wusste es. Ah, schade. Schade, ich dachte, der wechselt jetzt wieder. Das ist das, was ich meine. Wenn einfach mal Kid Buus Paralyse-Effekt einsetzt. Der kann den Gegner ab und zu mal richtig behindern. Ah. Spezielle Waffe gemacht. Ja, ich sag mal Blast. Also entweder ist es Blast oder Strike, schätze ich mal. Ja, Strike. Ah, verdammt! Krass, ich hätte gedacht, ich kann das damit blocken. Boah, Junge, ne? Wie kannst du denn jetzt im Moment mal einfach immer richtig raten? Hä? Hat er nicht gerade erst Vanishing benutzt? Ach, schade, ich dachte, ich könnte es nochmal damit machen. Aber ihr seht, nicht umsonst ist Lineage of Evil Tier Z. Boah, der hat das einfach mal weggetankt. Ich fasse es nicht. Okay, für dich schon mal kein Buff mehr. Komm, nehmen wir noch mal Blast. Gucken, ob er das errät. Leider errät das. Wenn ich Glück habe. Ja, sauber. Schade, Pech.
Komm schon, das schaffst du nicht mehr, das schaffst du nicht mehr. Ah, sauber. Aber man merkt, Lineage of Evil kann echt ordentlich austeilen und der hatte die Charaktere auch relativ hoch. Wer übrigens mein Video von gestern nicht gesehen hatte, sollte da auch nochmal einschalten. Da habe ich das Top Saiyan in Anführungszeichen, ich nenne das gerne It's Me Goku Team gezeigt, was auch sehr stark ist. So. Ich muss mal kurz die Lichter machen, war mir ein bisschen zu dunkel. Oh, das nächste ist ein GT-Team. Das ist, steht übrigens auch noch in meiner Liste der möglichen Teams, die ich noch zeigen will. Aber ich denke mal, der wird auf den Main-Core gehen, also sprich die ersten drei. Der wird bestimmt mit... Also entweder fängt er mit Baby oder Super Saiyan 4 an, aber der erwartet wahrscheinlich, dass wir Buu anfangen, also mache ich mal so. Ich bin auch mal gespannt, was im Anniversary kommt. Ich rechne entweder mit einem Doppelbanner, die eine Seite GT, die andere Seite Future Saga, wo dann auch noch Fused Summer so und so kommt. Oder es wird nur die Future Saga kommen, aber ich bin mir da ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher. Okay, hiermit habe ich eigentlich irgendwie gar nicht gerechnet. Ja, das hat sie wohl gerne. Wichtig ist auch immer, C21 so schnell wie möglich zu verwandeln, weil sie dann ja wieder schneller ins Spiel kommen kann nach dem Wechsel. Ich weiß gar nicht, kommt der noch durch? Ah, verdammt! Jetzt habe ich das Problem, dass seine Ki-Erholungsrate und alles beschleunigt wird und der hat natürlich so gut wie keinen Schaden gekriegt. Ah, verdammt. Okay, Vegeta ist schon mal weg. Schnell nochmal den Effekt benutzen, bevor der jetzt noch auf komische Gedanken kommt. Ah, er hat aufgegeben. Ich dachte, ich müsste jetzt noch irgendwie mit dem Penner fertig werden. Aber man sieht auch, der Buu, und ich habe ihn nur auf Senkai 1, ist schon eine ernsthafte Bedrohung. Deswegen ist es auch so eklig, wenn den einer auf Senkai 6 hat. Das, boah, das ist echt eklig. Weil er heilt sich einfach so unglaublich schnell. Vor allen Dingen auf Senkai 3, meine ich, ist es ja noch so, dass der die Schlagangriffe blockiert. Das heißt, er unterbricht auch einfach mal eure Kombos. So, der hat den nicht Senkai Awaken. Wird er den also spielen?
Gute Frage, nächste Frage. Also ich sag wieder mal, der wird auf jeden Fall den Cooler spielen, den lilanen und den 100% Freezer. Die Frage ist, wird er jetzt den roten spielen? Ich glaube, ich mach's wieder so. Ja, bei Lineage of Evil bin ich mir immer sehr unsicher, was ich da spielen soll mit Regen. Also ich finde es auf jeden Fall leichter mit Regen. Oh, ja, oder so. Mit Regen dagegen zu gewinnen. Aber ich weiß oft nie, was der Gegner mitnehmen will, weil der Fokus komplett verlagert ist. Beim It's Me Goku oder allgemein Saiyan Team ist es eigentlich ziemlich leicht zu sagen, dass er safe den roten Freezer mitnehmen wird. Das heißt, ich nehme schon mal auf jeden Fall den blauen mit. Und da ich den gelben dabei habe, wird er auch kein Cooler mitnehmen. In der Regel. Das heißt, wenn, nimmt er nur den blauen Cooler mit. Das heißt, entweder nehme ich Super Saiyajin 4 mit oder rechne damit, dass er den 100% Freezer nimmt. Dann nehme ich meistens auch den roten Goku mit. Den ich meistens nie mitnehme, ist Super Saiyajin 4, weil 100% Freezer einfach viel zu viel Damage gegen den macht. Oh, wird er auch wieder die Verbindung abbrechen? Ich habe so eine vage Vermutung. Ich glaube, hier würde ich aber so spielen. Wie kann man seinem Team keine Ausrüstung reinpacken? Dem geht jetzt locker 400-500% verloren. Und jetzt ganz schnell so viele Angriffe hintereinander machen wie nur möglich. So, dann ist die schon mal Geschichte. Auch gut. Es kommt auch manchmal vor, dass man auf Austauschen drückt und das Spiel es einfach nicht zulässt. Also ich habe das schon ganz oft gehabt. Ich drücke Austauschen. Der Gegner kloppt noch drei weitere Schläge auf mich ein und ich habe keine Chance auszutauschen und dadurch ist mein Charakter oftmals verloren gegangen. Aber ihr seht, die Charaktere haben schon ordentlich Vorteile. Gerade wenn man noch den Baby mit Bu kombiniert, kann es für den Gegner echt eklig werden. Gute Frage, was wird der hier spielen? Wahrscheinlich auf jeden Fall den roten. Ich rechne mal mit dem blauen. Und ich packe trotzdem Lilanen rein, auch falls er den Game mitnimmt. Also, das ist eigentlich der Main Core, den man hier drin spielt. Okay, er hat den roten doch nicht mitgenommen. Zu früh, mein Freund. Das kann ich auch. Das könnte zu früh gewesen sein. Ja. Komm, dann sorgen wir den direkt. Ich hoffe, der Rising Rush wird auf 1 limitiert. Das wäre auf jeden Fall eine Maßnahme. Card Draw Speed erhöhen.
Ah, er hat gut angetäuscht. Not with me. Soll er sein Ki daran verbrauchen? Das bringt eh nichts mehr. Eigentlich kann er aufgeben. Wenn sein Rising Rush verballert wird, denkt er denn jetzt noch reißen zu können? Ich sag mal, es ist durchaus möglich, wenn man mit einem Angriff halt einen Charakter halt besiegt, noch mit einem Rising Rush den zweiten zu besiegen und so das Spiel noch komplett rumzureißen. Der Angry Goku kann das zum Beispiel sehr gut. Aber so, was wollte er denn jetzt noch erreichen? Ein ja fast All Saiyan Team oder It's Me Goku Team, wie auch immer, ist aber nicht die stärkste Form davon, weil die habe ich ja gespielt. Ich denke mal, mit dem anzufangen wäre okay. Wir brauchen auf jeden Fall Kid Buu und ich pack trotzdem den fetten Buu noch rein. Ich denke mal nicht, dass er den Another World Goku spielen wird, aber da der den, Quatsch, der hat ja den Kid Goku, warum sollte er auch den Asanasa wird Goku spielen? Aber sonst, C21 ist gegen den Kid Goku einfach aufgeschmissen. Wenn der einmal an die rankommt, ist es vorbei. Auf jeden Fall Verzögerungen in dem Spiel drin. Boah, Alter, die Abwehr von dem Another World Goku macht aber offenbar viel aus. Zum Beispiel das, ich konnte es jetzt nicht richtig timen. Jetzt, ich mache die ganze Zeit Tippschüsse, der reagiert gar nicht. Ah, verdammt. Ha! Gucken, wie stark der gegen den ist. Schlag? Doch, Blast, hätte ich nicht mitgerechnet. Nee, ich glaube, den kriegt er nicht klein. Nein.
Nope. Ah, das war schlecht. Oh, der war noch wesentlich schlechter. Danke. Damit sollte Kid Goku eigentlich besiegt sein. Auch gut. Okay. Ah, fuck you. Dann noch mal ein Rising Rush. Selbst wenn ich heil mich jetzt und dann ist Sense für ihn. Und zum nächsten. Okay, jetzt holen wir uns aber die beiden Belohnungen ab. Aber erst melden wir den Penner, weil der schön geleckt hat, der Bastard. Vielleicht mache ich auch noch direkt im Anschluss das nächste Video, um noch mal ein bisschen weiter die Leiter hoch zu climben. Ich bin noch am Überlegen, ob ich euch das GT-Team zeige, also im Prinzip das, was der andere Typ gerade gespielt hat, oder ob ich das Weiblich-Team nehme, mein nicht so vollständiges Fusions- oder Lineage of Evil-Team. Weil bei dem Fusionsteam, was ich mittlerweile auch Tier Z sehe, fehlt mir auf jeden Fall der gelbe Vegeto, der macht einiges aus. Bei Lineage of Evil fehlt mir leider der 100% Freezer. Ich glaube, dafür gibt es auch nicht wirklich einen Ersatz. Egal, ob ich den gelben Freezer nehmen würde oder den Schild. Wirklich einen Ersatz gibt es dafür nicht. Das macht halt schon einen ziemlichen Unterschied, dass der 100% Freezer einen Doppel-Defense-Buff hat. Und seine Fähigkeiten sind natürlich klasse. So, vorhin ist mir einmal OBS abgestürzt, deswegen schneide ich das hier mal dran. Ich mache natürlich noch einen Kampf für euch. Den klebe ich einfach hinten dran durch Videobearbeitung. Ich habe ihn aber trotzdem gewonnen, auch wenn der Typ wieder hart am Laggen war. Scheiße, den muss ich gleich nochmal melden. Aber wie ihr seht, Regen ist nicht umsonst eins der besten Teams. Und ich kann das mit Fug und Recht behaupten, weil... Okay, jetzt spielt er einfach mal genau das gleiche Team. Weil ich selber auch Regen halt gespielt habe und damit das erste Mal, seitdem ich Dragon Ball Legends spiele, unter die Top 1000 gekommen bin. Sogar weit unter die Top 1000. Ich war irgendwie auf Platz 590 oder so damals.
Ich glaube nicht, dass er Kid Buu mitnehmen wird, aber ich nehme Marcel mit, weil der bestimmt C21 mitnehmen wird. Sein Team ist auch ein bisschen schwächer, weil C21 gibt, glaube ich, auf Rang 4 nur Android-HP oder weiblich, ich weiß es nicht mehr. Sie ist zum Beispiel auch so ein Charakter, wo ich enttäuscht bin, dass die halt nicht drei Techs unterstützt. Warum gibt die nicht Android, weiblich und Regen 19% Leben? Oder 18 oder was sie gibt. Ach, das war jetzt. Ah, das war richtig schlecht. Wobei ich die 996 wahrscheinlich eh nicht hätte überbieten können. Ich sag doch, der Paralyse-Effekt kann richtig eklig sein bei Kid Buu. Guckt euch das an, Alter. Mein Gott, triggert der oft bei mir. Oh! Und ich wollte noch vorher ausweichen, ne? Oh, fuck you. Jetzt muss natürlich der Scheiß-Effekt triggern. Na, Schwein gehabt. Oh, ist doch nicht dein Ernst, ey. Mein Gott, diesmal hat er aber auch wirklich oft bei mir getriggert. Der hat ein Glück, ne? Das ist unglaublich. Er hat mit Absicht gewartet. Der ist gut, der Typ. Der spielt wirklich gut. Tauscht er aus? Nein. Komm, ich nehme mal Spezialangriff. Hoffe, dass er es nicht nimmt. Sehr schön. Alter, dein Ernst? Ah, ich wusste es. Okay, damit hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ist das Strike? Doch Blast? Oh, cool. Also an seiner Stelle
würde ich jetzt voll ausrasten, weil wenn zweimal der Rising Rush bei mir richtig geraten wird, dann kriege ich schon das Kotzen. Aber ich muss auch zugeben, das war seine eigene Schuld, weil er hat die grüne Karte, Spezialangriff, alles unmittelbar davor eingesetzt. Es konnte eigentlich nur Blast oder Strike sein. Und da er durch C21 auch oft nochmal Strike nachzieht, habe ich einfach gedacht, ja okay, Strike. Ach scheiße, ich wollte eigentlich das Video jetzt beenden. Mal gucken, wenn ich hier noch rauskomme. Nein, komme ich nicht. Also muss ich es leider nochmal anhängen. Wird ein sehr langes Video heute. Ich glaube, hier würde ich mit Bu an... Ja, wobei... Hier ist schwierig, weil der hat alle drei wichtigen. Ich glaube... Das Problem ist tatsächlich, er könnte auch mit Kefler anfangen. Aber ich glaube, ich fange mit Bu an, nehme Cell mit und C21. Könnte aber sein, dass ich das jetzt verliere, weil wenn Kefla und Gotex zusammenkommen, ist das echt eklig. Gotcha in the sidestep. Hast du dir so gedacht? Okay, er hat einfach mal nichts gemacht. Irgendwie will er nichts machen, keine Ahnung. Der spielt gar nicht. Wartet er nur darauf, dass ich ihn besiege oder was? Ah, jetzt hat er doch mal was gemacht. Ich frage mich trotzdem, was er hier feiert. Ja, das war ja ein schneller Kampf. Das geht also noch. So, wie ihr gesehen habt, Regen nicht umsonst Tier Z. Eins der besten Teams auf jeden Fall im Spiel. Wer nochmal das Saiyan-Team sehen will, einfach mal in meiner Playlist gucken. Und ja, wer mehr Videos sehen will, abonnieren, die Glocke drücken. Wer mich supporten will, unten in der Beschreibung findet ihr einen Link zu PayPal. Und ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal.